langes her. Und hier steht noch was, was ich schnell wegpacken muss. So, langes her, dass ich solch Video für euch gedreht habe. Ich habe endlich mal wieder ein Bücherheu für euch. Ja, ich war in Berlin mal wieder in dem Sozialbücherladen und habe wirklich viele Bücher gefunden. Also macht euch einen Tee, nehmt euch ein paar Kekse, macht es euch bequem, denn hier kommt ein riesengroßer XXL Bücherheu. Hi, ihr Lieben. Also, ja, wie schon angekündigt, Bücherheu. Wir fangen einfach vorweg mit den Kinderbüchern an. Und wer das nicht, wen die Kinderbücher nicht interessieren, den schreibe ich jetzt hier hin, bis wohin er spulen muss. Und dann könnt ihr einfach bei den Erwachsenenbüchern einsteigen. Als allererstes, Emil hat sich diesmal Bücher, also nicht nur, aber ein paar mit ausgesucht. Unter anderem hat er sich dieses hier ausgesucht von Herbert Günther, Leo, der Ferienhund. Die Ferien wären bestimmt super. Leo, Carolins neuer Freund, darf nämlich mit in den Familienurlaub fahren. Und Hund Leo ist natürlich auch mit dabei. Es geht an die Nordsee, wo allerhand los ist. Caroline, ihr Freund und Leo, der Hund, lernen drei merkwürdige Kinder kennen. Ob man mit so jemandem überhaupt Freundschaft schließen kann? Eine Geschichte über Freundschaft, Eifersucht und das Glück, sich zu versöhnen. Buch Nummer 1. Dann hat Emil sich ausgesucht Rätselkrimis, Leselöwe. Lesealter ab 8. Ja, ich glaube, zu Leselöwe müssen wir nicht viel erzählen. Die kennen wir irgendwie alle noch selber aus der Kindheit, oder? Also ich kenne die. Dann hat er sich ein Buch ausgesucht, was ich auch ganz cool fand. Das ist Lesespatz, erster Leseerfolg. Das hat so ein Doppeleinband praktisch. Also Glück gehabt, kleiner Delfin. Und wenn man es dann umdreht, hat man da Delfingeschichten. Ja, also es sind so zwei Bücher in einem. Und ich glaube, das dauert nicht lange. Das liest ja in einer Stunde durch. Und dann haben wir Hexe Lilly im Fußballfieber. Wer Hexe Lilly nicht kennt, Ohren gespitzt. Viel Vergnügen mit Hexe Lilly. Lilly hext für ihr Leben gern, seit sie eines Tages plötzlich ein Zauberbuch neben ihrem Bett fand. Und die Folgen ihrer Hexerei sind meist höchst überraschend. So zum Beispiel, als Lilly sich ausgerechnet in den besten Fußballer der Schule verliebt. Dabei hat sie von Fußball keine Ahnung. Aber das wird sich jetzt ändern, nimmt Lilly sich vor. Hoffentlich schießt sie dabei kein Eigentor. Ja. Dann habe ich ein Buch ausgesucht, das wird wohl noch im Schrank landen. Das werden wir dann so im nächsten Jahr irgendwann mal rausholen und dann werde ich das mit ihm zusammenlesen. Von Luise Arnold, Arthur Unsichtbar und der Schrecken von Torbelford Castle. Das ist schon so ein richtiges Kinder-Jugendroman. Zwei ungleiche Freunde erleben das größte Abenteuer ihres Lebens. Welche Art Geist soll er bloß werden? Arthur hat schon alles ausprobiert. Sockenklauener Poltergeist zum Beispiel. Aber dafür ist er einfach nicht fies genug. Oder ein Trübsalverkünder. Aber ihm wollten einfach keine traurigen Gedichte einfallen. Doch dann hört er von dem jungen Tom, der ziemlich geknickt von seiner neuen Schule nach Hause kommt, weil sich dort alle über ihn lustig machen. Und da weiß Arthur, was er werden will. Toms unsichtbarer Freund. Und den kann Tom wirklich gut gebrauchen. Eine Geisterkomödie mit hinreißenden Ideen. Dann habe ich eine Willi-Witz-Wissens-DVD für Emil gefunden. Wer kuschelt mit den Krabbeltieren, das kreucht und fleucht und summt und brummt? Dann haben wir hier noch weitere Kinder-Jugend-Bücher-Romane. Hallo, mach mich scharf. Hallo. Als erstes die Knochen der Götter, die Akademie der Abenteuer. Rufus hörte die Stimme der Meister wie aus weiter Ferne. Kaum hatte er das Stück Metall berührt, war es, als flöße ein Strom zwischen ihm und dem Fragment hin und her. Völlig absurd, denkt sich Rufus, als er durch ein
Stipendium auf der Akademie für Hochbegabte landet. Doch schnell zeigt sich, dass er dort genau richtig ist, denn die Schule steckt voller Fundstücke aus der Vergangenheit und jedes davon bringt ein Geheimnis. Um es zu lüften, braucht es Menschen mit besonderen Fähigkeiten. So wie Rufus. Zusammen mit seinen neuen Freunden Philly und No stürzt er sich ins Abenteuer und schon bald durchströmt längst vergangene Szenen aus der Zeit der Pharaonen die Akademie. Also das ist bestimmt so ab 10, 11 Jahre. Und es ist ungelesen, es ist wie neu und kam 50 Cent. Und dann habe ich noch ein Hardcover-Buch gefunden. Also das wird bestimmt auch noch ein, zwei Jahre im Schrank liegen müssen. Aber ich fand es so toll und ich fand auch, ist eigentlich spannend. Und zwar von Pseudonymus Bosch. Der Name dieses Buches ist ein Geheimnis. Schaut mal, wie schön das aussieht. Lass dir eins gesagt sein. Dies ist ein sehr gefährliches Buch. Ich würde dir hier gerne von den zwei tapferen Helden erzählen, Cassandra und Max Ernest. Und davon, wie ein geheimnisvolles Kästchen die Symphonie der Düfte, die beiden auf die Spur eines Zaubers führt, der unter rätselhaften Umständen verschwunden ist. Ich würde dir gern von den haarsträubenden Abenteuern erzählen, die unsere beiden Helden dann erleben, von dem vertrackten Rätseln, die sie lösen und von den ruhelosen Schurken, die sie bekämpfen müssen. Aber leider kann ich dir all dies nicht verraten. Sonst würdest du das Buch nämlich nicht lesen wollen. Doch das wäre einfach zu gefährlich. Denn dieses Buch enthält ein Geheimnis. Jetzt willst du natürlich unbedingt wissen, was das Geheimnis ist. Denn ein Geheimnis nicht zu kennen, ist so ungefähr das Schlimmste, was einem passieren kann, sagst du. Doch ich kenne etwas, was noch viel schlimmer ist. Ein Geheimnis zu kennen. Wenn du das Buch jetzt trotzdem lesen willst, dann tu, was du nicht lassen kannst. Aber denk dran, ich habe dich gewarnt. Ja, also ich finde, es klingt mega spannend. Und lustig finde ich, wie das erste Kapitel aufgebaut ist. Also das ganze erste Kapitel hat nur Xe, damit man ja nicht liest, was da passiert. Und dann Kapitel 1,5, eine Apologie. Falls du dich fragst, was das ist, bei einer Apologie handelt es sich nicht um eine besondere Insektenart. Es ist auch keine gefährliche Krebstumor. Es ist vielmehr eine Verteidigungsrede. Mit anderen Worten, sie ist das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben steht. Also, ich glaube, das ist definitiv was für Emil. Es klingt richtig, richtig gut und am liebsten würde ich es ihm schon gleich zum Geburtstag schenken. Ich muss mal im Internet gucken, ab wie vielen Jahren das empfohlen ist und dann entscheide ich. So. Oh Mann, das waren doch ganz schön viele Kinderbücher und wir sind noch nicht am Ende. Es tut mir so leid. Dann habe ich noch eine CD gefunden. Albert will's wissen. Freundschaft. Emil liebt Albert. Und dann haben wir hier noch 3 Fragezeichen-Kids-Bücher. Diamantenliebe. So eine McDonalds-Ausgabe mal gewesen. Die 3 Fragezeichen, 1000 Spuren, du hast die Wahl, der schwarze Drache. Das gruseligste Buch aller Zeiten. Hast du den Mut, diese Seiten zu öffnen? Und Diamantenjagd. War das erst nicht auch? Diamantendiebe und jetzt haben wir hier die Diamantenjagd. So, das waren wirklich alle Kinderbücher. Also wer nur Kinderbücher und Jugendbücher sehen wollte, hier ist jetzt das Ende. Und hier beginnt der Teil mit den Erwachsenenbüchern. Es sind genau 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Und ich bin gespannt, was ihr zu denen sagt, die ich mir ausgesucht habe. Als erstes habe ich von Maya Banks Gefährliches Verlangen mitgenommen. Ich glaube, ich war den Tag ein bisschen auf Erotik und kribbelnde Liebe aus. Die Welt liegt ihm zu Füßen, doch er will nur sie. Die junge Mia schwärmt schon lange für den erfolgreichen Geschäftsmann Gabe.
Doch Mia glaubt, dass er in ihr nur die kleine Schwester seines besten Freundes sieht. Als die beiden sich aber auf einem Empfang begegnen, sind sie machtlos gegen die Anziehungskraft, die zwischen ihnen besteht. Und Mia taucht in die gefährliche Welt der Verführung, Leidenschaft und bedingungsloser Hingabe, die überwältigender ist als alles, was sie bisher kannte. Ein äußerst gelungener Erotikroman, sagt die USA Today. Ja, eine New York Times Bestseller. Ja, ich bin sehr gespannt. Kennt das schon jemand? Dann habe ich mitgenommen Geheime Lust, auch von Maya Banks. Ein einziger Augenblick und er ist verloren. Die erfolgreiche Geschäftspartner Jace und Ash teilen alles, auch ihre Frauen. Doch als Jace auf die junge Bethany trifft, weckt diese ein überwältigendes Verlangen in ihm. Er will die junge Frau besitzen, und zwar ganz für sich allein. Obwohl Jace weiß, dass er damit seine Freundschaft zu Ash aufs Spiel setzt, kann er Beth nicht widerstehen. Und für sie beide öffnet sich eine Welt der ungeahnten Lust und bedingungsloser Hingabe. Dieser Roman ist heiß. Das ist dieser. Dann habe ich mitgenommen Color of Love, Entblößt von Katrin Taylor. Sieht so aus. Obsessiv, atemlos, unvergesslich. Jetzt muss sie alles riskieren. Sie ist ihm verfallen, mit Haut und Haar. Auch wenn Grace genau weiß, wie gefährlich ihre Gefühle für Jonathan sind, jeder Tag in seiner Nähe lässt ihre Liebe weiter wachsen. Doch ist er wirklich so ungerührt, wie er scheint? Oder sieht Jonathan in ihr tatsächlich nur das willige Spielzeug? Als Grace ihn zwingen will, Farbe zu bekennen, kommt es zur Katastrophe. Dann habe ich ein Buch von Jojo Moyes gefunden. Weit weg und ganz nah. Das ist dieses hier. Ich war mir nicht sicher, ob ich das schon habe. Aber ich sehe es hier nicht, denn sie stand eigentlich hier im Regal. So scheine ich das noch nicht zu haben. Einmal angenommen. Dein Mann hat sich aus dem Staub gemacht. Du schaffst es kaum, deine Familie über Wasser zu halten. Deine hochbegabte Tochter bekommt eine einmalige Chance. Und du bist zu arm, um ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Plötzlich liegt da ein Bündel Geldscheine. Du weißt, dass es falsch ist, aber auf einem Schlag wäre dein Leben so viel einfacher. Und einmal angenommen, du strandest mitten in der Nacht mit deinen Kindern am Straßenrand und genau der Mann, dem das Geld gehört, bietet an, euch mitzunehmen. Würdest du einsteigen? Würdest du ihm irgendwann während eures verrückten Roadtrips gestehen, was du getan hast? Und kann das gut gehen, wenn du dich ausgerechnet in diesen Mann verliebst? Fand ich irgendwie total toll. Und dann kommen wir zum letzten Buch. Hard Ride, Verführt. Da fand ich das Cover mega schön. Erica und Blake, die Liebesgeschichte, die bereits Millionen von Lehrern begeistert hat. Erika ist touch und klug. Sie musste früh lernen, was es bedeutet, auf eigenem Bein zu stehen. Als sie für ihr Internet-Startup einen Investor sucht, trifft sie auf Blake. Blake ist sexy, mächtig und geheimnisvoll. Und er schmettert ihr Projekt, ohne mit der Wimpern zu zucken, als uninteressant ab. Erika ist außer sich vor Wut. Und doch fühlt sie sich auf magische Weise zu Blake hingezogen. Je mehr Erica über den Selfmade-Milliardär erfährt, desto deutlicher wird, dass er gute Gründe für seine Entscheidung hatte. Und obwohl sie spürt, dass sie besser die Finger von Blake lassen sollte, gibt sie sich ihrem Verlangen hin. Der große Sensationserfolg aus der USA. Ja, das waren alle Bücher, ihr Lieben. Also ganz, ganz viel für Emil und ganz, ganz viel Erotik und Liebe für mich. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr davon schon ein Buch gelesen habt. Ich muss jetzt unbedingt mal wieder anfangen, mehr zu lesen, mich mehr aufs Bett zu hauen, auch tagsüber,
meinem Bäuchlein ein bisschen Ruhe zu gönnen. Und ja, ich glaube, das könnte so das erste Buch werden, was ich davon mir schnappe. Wobei ich hier auch echt viele Horror noch und Thriller rumliegen habe. Ich bin so, seitdem ich schwanger bin, zwischen blutrünstiges muss es sein oder ich brauche harte Erotik. Ja, offene, ehrliche Worte. Das war's für heute, ihr Lieben. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und ich wünsche euch eine schöne Zeit und lest mal ein bisschen mehr, statt den Fernseher mal anzuschalten. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.